Wie sehr kann man es übertreiben? Das geht einmal, aber nicht. Sexualkunde mit Dr. Kees. Dreier mit den Girls. Was? Okay, let's go. Crazy Outfit auf jeden Fall. Kurze Hose. Mit Hemd und Sakko. Wie sie schon gar nicht mehr lacht, aber sie immer noch hihihi. Leute, KS-Freakers! Back und ich darf euch heute wieder mal ganz gechillt begrüßen hier zu einer erneuten Folge Sexualkunde mit der wunderschönen Frau Lisa Weinberger! Applaus, 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 klasse! Und mit am Start ist auch die wunderschöne Frau Blumenschein! Manchmal geht's. Danke für den Tinnitus. Ihr seht schon, die wahrscheinlich charmantesten und wunderschönsten Sekretärinnen man nur haben kann. Heute auch wieder mit am Start natürlich der Dr. KS, also ich auch. Ich weiß, danke, vielen Dank. Wirklich, Ladies, danke für die Komplimente an der Stelle. Liebe Klasse, bitte Ruhe. Bitte. Ruhig sein. Die Online-Zuschauer da draußen haben nämlich Fragen gestellt und die werden wir heute... Die Online-Zuschauer? Ach so, wegen am Publikum, ja, macht Sinn. Ihr wieder beantworten? Habt ihr Bock drauf? Yes. Ihr habt richtig Bock. Die Frau Weinberger, haben Sie auch Bock heute? Die wirkt ein bisschen pisst, oder? Ein bisschen Schakamaka, Schakalaka. Oder etwa nicht. Ich habe meinen Stiefbruder die Füße gekitzelt und meine Mutter sagte, warte, bis er geboren wird. Beba! Hä? Was? Amanda hat's zuerst gecheckt! Also er hat die Füße von seinem Stief... Checkst du das? Er hat schon die Füße gekittelt. Ja, super. Der war schlecht. Naja. Der war richtig schlecht, ne? Richtig schlecht. Ich fand den eigentlich ganz gut. Wie kann ich dafür sorgen, dass meine Freundin mehr an mir hängt? Ich gebe ihr schon alles. Ich glaube, das Problem ist, dass... Warum willst du, dass die krass an dir hängt? Du musst ein eigenständiger Mensch sein, so wie sie auch einer. Du ihr schon alles gibst. Ich glaube, bei Frauen ist es oft besser, wenn man vielleicht ein bisschen weniger gibt. Weil richtig. Dann fängt die Frau an zu laufen. Naja, vielleicht ist es einfach schon alles, was du ihr gegeben hast und vielleicht ist ihr langweilig. Vielleicht musst du ihr neue Anreize geben. Mal den Freund ausprobieren lassen oder so. Das Ding ist... Funktioniert bestimmt. Halt, glaube ich auch, wenn eine Frau weiß, dass sie einen Mann zu 100% hat, dass es dann vielleicht ein bisschen langweilig wird. Du musst ihr so das Gefühl geben, dass sie dich nicht in der Hand hat. Weil dann will sie dieses Gefühl haben, dich wieder greifen zu können. Du bist einfach anhänglich, du hängst an ihr dran. Wie eine Klette, ne? Nee, bitte bleib bei mir, ich will nicht, dass du mich verlässt. Leben, bitte bleib bei mir, Mann. Ja. Versteht ihr? Ja. Was kann er besser machen? Weniger anhänglich sein, also jetzt mal Abstand nehmen. Abstand. Sein eigenes Ding machen, nicht ständig fragen, was man mit der Frau machen kann vielleicht. Naja, das kann man schon noch fragen. Allein sein Ding durchziehen mit Freunden. Und warten, bis sie ankommt. Genau, bis nicht sie den ersten Schritt. Richtig, absolut richtig, kann ich nur so unterschreiben. Gute Sexualkundestunde. Fragt ja, was machen wir oder keine Ahnung, ich möchte dich sehen. Ich glaube, das ist das Beste. Und was haltet ihr von öffentlichem Geschlechtsverkehr? Naja, jeder, der sagt, er hatte noch nie Sex in der Therme, lügt. Das ist Sex in der Öffentlichkeit. Und ganz ehrlich, wenn du mit einem Girl in die Therme gehst und sie hat nur Bikini an und du bist die ganze Zeit nah mit ihr beieinander, naja, was soll denn passieren? Ha? Ganz klar. Dann gibt es aber auch so einen Trick, dass man eben...
das sollen die übernehmen. Das jetzt. Okay, okay. Ich glaube, es kommt drauf an, wo, oder? Also wenn alle zuschauen, dann... Also ich mein Publikum würde ich jetzt nicht brauchen. Man hört so das Klatschen so. Und die tun dann so gleichzeitig auch im Takt klatschen. Ja, Mann! Nee, brauch. Was geht, Maxa? Nee, außer man bekommt es nicht mit, dann eventuell, aber... So im oder... Ihr liegt zu dritt im Bett und nebenan ist halt noch Freund oder Freundin oder so. Und du bist halt ziemlich, dann versuchst du es halt so leise zu machen, dass der nebenan liegt, nicht mitbekommt, was nie funktioniert. Die tun nur so, als wir uns das nicht mitbekommen, weil was sollen die denn anderes machen? Da aussitzt, so in der letzten Reihe hörst du so... So bei 50 Shades of Grey ein bisschen, gell? So... Wie kriege ich meine Freunde dazu, mir einen zu... Wenn sie nicht will, dann will sie nicht. Fertig. Wenn sie nicht will. Naja, da kann man ja reden drüber. Dann will sie nicht, ne? Vielleicht gibt es ja irgendeinen Grund, den man beheben kann, aber ansonsten, nee. Also einfach akzeptieren. Ja, als Mann einfach akzeptieren. Ja, so, wenn akzeptieren, jemand was möchte, dann muss. Was heißt, okay, er ist ein bisschen unangenehm. Er ist das Maximum der Unangenehmheit. Angenehmheit? Annehmlichkeit? Kein Plan. Muss gibt doch akzeptieren. Boah, also aus Sicht eines Mannes, Bruder, wenn sie dir kein... Na, du kannst dich ja irgendwie revanchieren und dann traut man sich irgendwann gemeinsam an die Sache ran, oder nicht? Scheiße, Sie, Bruder. Da draußen gibt's viele Mütter und viele Töchter. Die machen das. Viele Mütter, viele Töchter. Vertrau mir. Dr. Case hat natürlich sehr, sehr viel Erfahrung in dem Bereich. Deswegen weiß ich halt auch, warum eine Frau das nicht machen könnte oder würde oder nicht machen will, okay? Der erste Grund ist, sie ist sehr schüchtern, beziehungsweise sie hat nichts drauf. Sie kann es einfach nicht. Deswegen hat sie Angst, das falsch zu machen. Ja. Deswegen macht sie es nicht. Und der zweite Grund ist vielleicht Hygiene. Geh duschen. Genau. Kann sein, dass vielleicht du warst zu lange nicht duschen und das Ding hat einfach... Ich glaube, ersteres. ...üblen Geruch. So, okay? Deswegen will sie daran nicht nuckeln. Das wird sogar mir unangenehm und ich habe echt einen Saumagen. Sie steht auf mich, ich aber auch auf sie. Was muss ich tun für mehr Kontakt? Ihr schreiben, vielleicht. Kontakt aufnehmen. Kontakt aufbauen, sich treffen, vielleicht. Tja, wie wär's? Ich weiß jetzt auch gar nicht, was genau das Problem jetzt da ist. Ja, melde dich einfach mal bei ihr. Stehen Mädchen auf Jungs, die auf den ersten Blick unerreichbar für sie sind? Ja, auf jeden Fall. Ja, das kann schon sehr interessant sein. Alex Stein schreibt, boah, meine erste Freundin konnte auch 0,0 blasen. Hast du es ihr beigebracht wenigstens? Hast du es an einem Freund vorgezeigt? Nein, Joke. Aber das kann man ja, aber es ist halt einfach auch irgendwie, ich sag's euch, das ist doch auch einfach ein bisschen unangenehm. Vor allem, wenn du gerade noch am Anfang einer Beziehung bist und die kann das echt gar nicht, dann ist ja das auch unangenehm, da die ganze Zeit drüber zu sprechen und so weiter und zu sagen, mach so und so und dir dann jeden Schritt anzusagen, das ist ja nicht, für was ich unterschrieben habe, so. Wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach dann auch ein bisschen ärgerlich. Ich meine, wenn du noch sehr jung bist und so weiter, okay, wenn beide noch nicht so die Erfahrung haben, dann let's go, redet offen drüber, aber wenn, also aus dem Alter bin ich raus, dass ich dann jemandem noch was erklären muss, so. Das wäre mir einfach zu, das wäre nicht so mein Ding. Die muss schon echt was haben, was mich catcht, dass ich dann mit sowas anfange. Wenn ein Mann nicht so leicht zugänglich ist, aber wenn er komplett so auf too hard to get macht, dann ist auch uninteressant. Also bei mir ist es schon so, wenn ich merke, dass er so auf einen unerreichbar so geheimnisvoll dann... Ja, geheimnisvoll ist ja interessant, aber unerreichbar, da verliere ich schnell mein Interesse, muss ich sagen, weil ich renne nicht... Da verlierst du schnell deine Interessen. Also kein Bock mehr auf Trainieren. Was macht die Amanda noch so? Instagram. Hinterher, die kein Interesse an mir haben. Was ist die beste Pose beim Geschlechtsverkehr für die Frau? Gibt es viele Posen, die perfekt sind, aber gut ist auf jeden Fall Löffelchen, weil da kannst du nebenbei noch mit der Hand was machen. Also das ist so, das geht immer eigentlich. Gut. Also ich würde sagen, wenn du Anfänger bist oder Anfängerin, dann würde ich vielleicht diese, wie nennt man die Missionarstellung? Da musst du nichts machen. Wie nennt man die so, die macht sie selten, deswegen weiß der Name gar nicht mehr. So? Let's go. Seid froh, dass du die Facecam drüber. Bei Frau Blumenschein war gerade Open Doors Forever. Genau das meinte ich.
Tag der offenen Tür heute, oder was? Ja, mein Vorwurfsschein, ja! Ich habe als Dr. Case in diesem Bereich ein Studium abgeschlossen, das wirklich sehr, sehr weitreichend ist. Ist halt bei jeder Frau ein bisschen unterschiedlich, aber ich würde sagen, was ich überhaupt nicht empfehlen kann, ist halt, wenn die Frau oben ist, weil wenn die Frau... Ja, da kann er schneller mal abfallen. Oben ist, spürt sie halt eher weniger. Das halte ich für ein Gerücht. Es ist eher so, dass du dann weniger spürst als Mann. Tatsächlich. Doggy würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Da musst du Katja fragen, ne? Als Anfangsposition. Katja kennt sich da aus. Wenn die Frau zum Beispiel jetzt in dieser Position ist. In jedem Video. Dann kann es sein, dass die Luft in den Dings reinkommt und dann... Ja, und dann geht's furz. Futschas, sagen wir in Österreich. Wenn ihr dann quasi in den Bereich reinkommt, dass es dann vielleicht anfangen könnte zu so... So arg aber auch nicht. Wie sehr kann man es übertreiben? Das geht einmal, aber nicht... Stellt euch das vor, das macht so. Dass es dann vielleicht anfangen könnte zu so... Stell dir vor, du denkst da nichts. Ja, mach mal eine andere Stellung und auf einmal geht's dann... Das ist halt dann für die Frau vielleicht eher... Ich kann nicht mehr, was denn? Unangenehm. Wie sage ich ihr am besten, dass sie rasieren muss? Dass sie was rasieren muss? Ich weiß gar nicht, das ist sehr unangenehm. Wenn du so einen elektrischen Rasierer hast, einfach wenn du zum Beispiel jetzt gerade beim Dings bist und so von hinten nimmst, kannst du ja vielleicht kurz... Den Arsch? Die Arschhaare? Oha! Die sieht sie ja selber nicht wahrscheinlich, deswegen weiß sie das nicht. Oh mein Gott, das ist sehr unangenehm. Oder du klebst dir einfach währenddessen so einen Streifen drauf und sagst, oh, hoppla, jetzt ist mir dieser Wachsstreifen ausgerutscht, hoppla. Dann kannst du eh nichts mehr machen. Was ziehe ich an für das erste Date? M.A.M. Auf jeden Fall keinen Jogger. Du kannst nie was falsch machen, du hast immer gewonnen. Egal wie schlecht du dich verhältst, mit M.A.M. fickst dich. Ja, kein Jogger, das wollte ich auch gerade sagen, auch kein Anzug. Nee, irgendwas lässt... Sondern ein Jogginganzug. So eine Jeans, ein cooles Hemd. Blende euch jetzt. Noch ein Sakko. Löcher in der Jeans, wichtig. Ah, ist gewonnen. Ja, da bist du richtig. Jetzt bildet ihr ein, okay? Zieht ihr euch so ab, zum Beispiel. So. Bitte zieht euch nicht so an. Könnt ihr zum Beispiel nie was falsch machen. Und schaut ein bisschen auf Schmuck. Ja, Schmuck ist das A und O. Wenn ihr keinen Schmuck trägt, dann wirkt ihr so ein bisschen so langweilig. Soll ich meine 6 Jahre lange Beziehung aufgeben, um mich auszuleben? Bin 22. Vielleicht kannst du ja mit ihr gemeinsam ausleben. Das ist ein ganz... M.E.M. lieber nicht. Man will ja nicht, dass sich das Gegenüber schlecht fühlt. Bruder, ich küsse dich, du bist ein Hammer. Geil, Josef, geil. Schwieriges Thema. Ich würde sagen ja, weil du wirst es sonst bereuen. Du wirst es sowieso machen, wenn du dich ausleben willst und deine Erfahrungen machen willst, dann wirst du das so oder so machen. Ja. Oder leb dich aus und sag's dir nicht. Joke, Freunde. Spaß, das macht man nicht. Aber 6 Jahre Beziehung ist halt schon lang und vor allem, wenn... Man sagt, das verflixte Siebte. Da scheiden sich die meisten Beziehungen. Beziehung halt eigentlich passt. Aber er hat den Drang, sich auszuleben. Ja, wenn er den Drang hat. Und wenn er den Drang hat, dann wird er den nicht unterdrücken können auf Dauer. Der muss halt bewusst sein, dass du sie dann verlierst. Ja, das muss dir schon bewusst sein, dass du sie vielleicht... Also, dass du sie zu 100% verlierst und nicht vielleicht... Naja, vielleicht gibt es andere Mittel und Wege. So kann er zu zweit auch Spaß haben. Nie wieder zurück. Vielleicht kommt ja gar keine bessere. Oder Pause machen, so ein, ich brauche jetzt eine Pause und dann in dem halben Jahr Vollgas ausleben und dann schauen, ob du sie nochmal zurückbekommst. Aber könnte schon gut gehen. Ja, eben, das ist nämlich auch das, woran man dann denken muss. Vielleicht war das ja schon die... Eben, deswegen Pause. Das ist eine sichere Methode. Man kann es nicht sagen, aber ich wäre auch nicht... So quasi, ja, wenn man zusammengehört, dann findet man nach der Pause eh zurück. Und dann... Dr. Kales, wenn ich nicht sagen würde, das Ausleben hat mich zu dem Mann gemacht, der ich jetzt bin. Weil hätte ich mich vielleicht nicht ausgelebt, dann wäre ich jetzt vielleicht nicht so, wie ich bin. Hier nicht sitzen mit 2 Katzen. Genau, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt nicht 2 Frauen. Ja, Mann!
Oh, let's go! So, liebe Schüler, wir kommen jetzt zum praktischen Teil. Und da wäre? Fabian, ja, die Schultaschen könnt ihr wieder hier lassen. Wir kommen dann wieder zurück. Gut, dann packt ihr eure Sachen und dann. Los, falls es jemals dazu kommen sollte, dass ihr vielleicht mal den ein oder anderen. Sie schaut nicht so begeistert aus. Dreier oder so haben solltet, dann. Sie schauen. Ich euch jetzt, wie man jetzt bei so einer Situation vorgehen sollte. Oder? Genau. Ihr solltet versuchen, vielleicht die eine oder andere Hand so unter die Decke bekommen. Genau. Dann die beiden Hände quasi. Sollte halt nicht auffallen, ist auf jeden Fall heiß hier im Bett, oder? Das können wir fix wieder nicht monetarisieren.